Hallo und guten Morgen. Heute gibt es mal wieder ein Video von mir. Und zwar will ich euch heute Halloween Card Candies zeigen und eine andere Art von Verpackung, die ich mir habe einfallen lassen. Und zwar sind die schon vergeben. Die gehören zu einem Tausch in unserer Gruppe von die heißt Kreativer Tausch. Card Candies und Embellishment, Flipback und Co. Das ist eine Gruppe in Facebook, da geht es gerade halt um diese Dinge wie Card Candies, Embellishment, Flipbacks, Backflips, Goodiebags und so Sachen. Das wird halt da drin gezeigt und getauscht. Da haben wir dann einen Monatstausch, wo man sich eintragen kann und da kriegt man einen Tauschpartner zugeteilt, dann muss man dann zwei Päckchen Card Candies mit jeweils, ich glaube, 5 bis 7, bin mir jetzt aber nicht ganz hundertprozentig sicher, weil ich immer mehr mache, Card Candies zum Thema und ein Päckchen Card Candies zu einem Thema, dass man sich entweder frei wählt oder dass ich die Betauschte oder die Empfängerin nachher wünschen kann. Das macht man dann mit der Person aus. Und macht man das halt jeden Monat. Dann kann man auch privat tauschen und. Wenn ihr also Lust habt auf sowas oder euch das mal anschauen wollt, dann könnt ihr gerne unserer Gruppe beitreten. Ich werde sie nachher unten in der Infobox verlinken. Und jetzt will ich euch also mal diese zwei Halloween Card Candies zeigen. Und zwar habe ich mir da diesmal eine andere Art von Verpackung einfallen lassen. Übrigens hinten steht dann drauf Card Candy Halloween, das ist jetzt das zweite, dann machen wir zuerst das erste. Card Candy Halloween, das erste für Märztausch 2017. Und dann ist hier mein Sticker drauf. Mit meinem YouTube-Kanal und mit meiner Facebook-Seite. Und jetzt zeige ich euch mal hier die Verpackung. Und zwar habe ich diesmal das Ganze so gestaltet, dass es ein bisschen wie ein Buch aussieht. Oder ja, Buch eigentlich nicht, aber halt eine andere Verpackung. Ich habe das Ganze in schwarz-grün gehalten. Dann habe ich das hier bestempelt mit diesem Spinnennetzstempel, die Ausstandungen, den Baum und das, ein paar Sachen habe ich mir ertauscht, andere Stanzen habe ich auch selber. Den Verschluss habe ich gemacht mit einem Brett und habe das Ganze dann mit so einem grünen Faden zugemacht. Machen wir das mal auf. So, und so sieht das Ganze dann von innen aus. Da habe ich dann wieder den gleichen Hintergrund gestempelt. Und habe dann hier die Card Candies reingemacht zum Thema. Ups, sorry, das war die Kamera. Also ein Card Candy. Bei uns in der Gruppe haben wir uns geeinigt in den Regeln. Da steht, sollte nicht größer wie 5 cm haben, also maximal 5 cm. Alles andere, was größer ist, ist dann schon eher ein Kartenaufleger oder ein Embellishment. Embellishment ist eigentlich der Oberbegriff für alles. Ja, also das sind jetzt hier diese Card Candies zum Thema. Da geht schon eins stibitzen, muss ich gleich wieder reinkleben. Das dritte Päckchen für die Dame, also wer das bekommt, diejenige wird es wahrscheinlich wissen, wenn sie das Video anschaut, aber ja, Name sage ich hier jetzt noch nicht. Befestigen durch die Card Candies immer mit so ein bisschen von so einem Kleberoller, dann kann man die nämlich auch wieder ablösen. Und es passiert nichts. Eventuell könnt ihr die Verpackung dann nachher noch weiterverwenden als ein Mini-Album oder so. Wo kam denn jetzt der kleine
Ah, das ist rosa, das gehört nicht zum Set, okay. Ja, das ganze Ausgestanzte, also diese Teile da oben drauf, das sind alles aus, habe ich ausgestanzt aus dem ganz, ganz großen Halloween-Plakat ist das. Und zwar habe ich das gekauft, ich meine, in Wendlingen im Bastelshop. Bin mir jetzt aber doch, ich glaube, da habe ich es mit, zwei Stück. Und das ist es, also das ganze Plakat voll mit diesen Kreiseln da. Ab und zu steht noch Halloween dazwischen und ich dachte, das ist ganz gut, um das auszustanzen und so weiter zu verwenden. Also das war dann hier das Grüne. Das Orangene. Da habe ich andere Ausstanzungen drauf. Hier dieses Spukihaus und diese kleinen Hexen, die habe ich mal bekommen in dem Tausch. Und das Spinnennetz da oben. Von hinten ist auch wieder Uni. Und das sind ja, jetzt habe ich das andersrum auch, das sind die Card Candies und da drinnen. Wie ihr seht, sind es also bei mir ein bisschen mehr wie nur, ich meine, 5 bis 7 Stück. Ja, kann sein, bin mir jetzt nicht sicher. Aber das könnt ihr ja dann nachlesen bei uns in der Gruppe, wenn ihr Interesse habt, dort einzutreten. Hier habe ich mal mit dem Rest von einem Schleifenband. Und da habe ich eine Gummispinne aufgeklebt. Und dahinter ist so ein bisschen lilaner Tüll. Also, das sind die Card Candies von dem zweiten Set. Wie gesagt, das dritte Set, das muss ich erst noch machen. Da hat sie sich, glaube ich, irgendwas Niedliches oder Tierchen oder irgendwas gewünscht. Da bin ich gerade bei. Die werden also auch demnächst erledigt. So, das sind jetzt also nochmal die zwei Verpackungen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal eine andere Verpackung zu machen, als die Card Candies so einzukleben und dass man sie gleich sieht. Einfach auch schön, kann man nachher weiterverwenden. Vielleicht kann man sogar auch noch eine Karte draus machen. Ja. Und jetzt hoffe ich, dass ihr vielleicht Lust habt, alle, die wohl noch nicht bei uns beitreten sind, in unsere Card Candy Gruppe zu kommen. Wie gesagt, den Link werde ich euch unten in der Infobox eintragen und wünsche ich euch noch heute einen schönen Tag. Bis dann, ciao.